So, herzlich willkommen zurück. Oder nein, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu einem Let's Play zu Beholder. Moment, ich trinke kurz was. So, Beholder ist ein Spiel, das auf Steam zu finden ist. Link unten in der Videobeschreibung. Und es geht darum, ja, wir sind ein Diener des Staates. Und versuchen hier, oder werden all unsere Mitbürger wie beauftragt ausspionieren, überwachen und ja, die Forderungen des Staates durchsetzen. In der heutigen Zeit, wo ja immer mehr Überwachungskameras und Co. installiert werden, wo meine Einstellung ganz klar ist, lieber weniger Kameras und dafür ein paar mehr Polizisten. Die Kamera kann nämlich nicht eingreifen, der Polizist schon. Und es ist inzwischen mehrfach erwiesen, dass eine Kamera leider nicht wirklich was bringt. Egal wie viele in den öffentlichen Verkehrsmitteln hängen. Egal. Ich werde das hier übrigens nicht vorlesen, denn das überlassen wir dem Spiel. Sehr geehrter Herr Stein, mit Freuden teilen wir Ihnen mit, dass Sie zum Hauswirt eines Klasse D-Apartment-Komplexes in der Kruschwitzer Straße 6 ernannt wurden. Sie müssen sich sofort dorthin begeben und mit der Arbeit beginnen. Wir haben Ihnen und Ihrer Familie ein Apartment im ersten Stock zugeteilt. Das experimentelle Mittel, das wir Ihnen während Ihrer medizinischen Untersuchung injiziert haben, unterdrückt das Schlafbedürfnis. Somit können Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihrem Vaterland zu dienen. Na Mann, wie praktisch, wa? So, wir ziehen also ein in unser Apartmenthaus, über das Kategorie D, und sind da jetzt ab sofort Hausmeister und natürlich auch freier Überwacherspion des Staates. Wir freuen uns, Sie in den Reihen der Elite des Staatsapparates begrüßen zu dürfen. Ministerium für Zuweisung. Ja, vielen Dank. Das persönliche Hab und Gut von Mietern kann nach der Festnahme straffrei beschlagnahmt werden. Es wird in einer Box vor dem Apartment verstaut. Die Box wird nach der Reparatur verschwinden. Ah, das ist natürlich auch eine interessante Art und Weise. So können wir dann wohl gemütlich auch zu einem paar, sagen wir mal, neuen Sachen kommen. So, das hier ist mein Boss. Klicken Sie auf ihn, um ein Gespräch zu beginnen. Ja, und wir kennen das ja, Questgeber, Ausrufezeichen, ne? Machen wir mal. Oh, Kaufwein. Einen schönen Nachmittag wünsche ich. Der redet aber komisch, wa? Im Namen des Ministeriums für Ordnung möchte ich Sie in Ihrer neuen Position willkommen heißen. Was geht hier vor? Wir vertreiben Ungeziefer aus dem Haus. Das geht Sie nichts an. Doch. Ich kann meine Augen nicht vor einer Person verschließen, die aus einem Apartment entfernt wird, in dem wir mit Handschellen gefesselt leben wollten. Satzbau ist wahrscheinlich, vom Englischen ins Deutsche übersetzt und die Reihenfolge der Sätze nicht angepasst. Egal, sei es drum. Gut, Ihre Aufgabe ist es, die Augen offen und die Ohren gespitzt zu halten. Ihr Vorgänger kam mit den einfachsten Aufgaben nicht zurecht. Alle Taten Ihrer Mieter unterliegen Ihrer Verantwortung. Und mit alle meinen Sie was genau? Mit alle meinen wir auch wirklich alle.
Sie folgen ihnen auf Schritt und Tritt und dokumentieren jegliche verdächtige Aktivitäten. Natürlich nur, wenn sie sich auch einen Ruf als guter Staatsdiener verdienen möchten. Wenn sie ein perfekter Beholder sein möchten, dann dokumentieren sie Hobbys, Interessen und sogar Konversationen. Und wie soll ich das machen? Beobachten und aufzeichnen. Überwachungskameras helfen dabei. Wir fangen ganz vorne an. Haben Sie bereits zuvor ein Apartmentkomplex verwaltet, Karl? Na? Benötigen Sie meine Hilfe? Ja, wir bitten mal um Hilfe. Ich benötige Hilfe. Sollten wir das nochmal neu anfangen, dann lassen wir das natürlich weg. Okay, ich werde Ihnen helfen. Aber seien Sie wachsam und lassen Sie sich nichts entgehen. Hier ist Ihr Dienstbuch. Es befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms. Blättern Sie durch die Reiter und werfen Sie einen Blick hinein. Danach setzen wir unser Gespräch fort. So, hier haben wir die Aufgaben, wie immer in solchen Spielen, ne? Mit dem Vorgesetzten reden. Dann haben wir hier die Mieterakten im Keller, so zivil zum Thema, wir wohnen im ersten Stock, ne? Da wohnt aktuell meine Familie. Das hier ist zum Beispiel hier Patrick Stein. Mein ältester Sohn, er studiert gerade Ingenieurswesen. Er ist ein liebevoller und leidenschaftlicher junger Mann. Dann haben wir im Apartment 1 die Familie Schimmer. Hier haben wir Jakob Manischek, ein wirklich schlüpfriger Typ im Apartment 2. Und Apartment 3 ist Rosa Ranek, eine süße alte Dame und Kantinenkoch. So. Hier sind Staatsanordnungen sind verpflichtend, ganz klar, ne? Die letzte Anordnung hatte die Nummer 6037. Ab dem Jahr 1. September 84, es verstößt gegen das Gesetz, kriminellen Unterschlupf zu gewähren oder ihre Taten zu vertuschen. Ganz klar. Und hier sind dann noch Antworten auf Anfragen und Nachrichten. Da haben wir noch nichts. Also erstmal weiterreden. Kommen wir zurück zur Überwachung. Installieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Haus, um sich die Arbeit zu erleichtern. Laut unseren Dokumenten hat Ihr Vorgänger 2 Exemplare erhalten. Sie finden sie in Ihrem Büro, welches sich rechts neben diesem Zimmer befindet. Okay. Rechts, Büro. Sie können Möbel untersuchen, klicken Sie auf den Schreibtisch und anschließend auf die Lupe. Einmal durchsuchen, bitte. Und gucken, ob die Lautstärke einigermaßen okay ist, ne? So, wir nehmen alle Überwachungskameras mit, haben die jetzt im Inventar. Und ja, und tappern hier mal zurück. Upsala. Super, Sie haben die Kameras gefunden. Installieren Sie sie im Speisesaal. Folgen Sie mir. Speisesaal. Klicken Sie auf Feuermelder und wählen Sie anschließend eine Kamera zur Installation. Klicken Sie auf den Papierkorb, um die Kamera zu entfernen. Kameras der Stufe 2 sind das hier. Ne? Einmal. Und zweimal. Sie machen das gut. Hier Ihre erste Belohnung. Geben Sie Ihr Geld für Dinge aus, die Sie brauchen. Diese finden Sie im Ladep. Im Laden. Sie werden Überwachungskameras bekommen, sobald Sie Rufpunkte erhalten haben. Rufpunkte zeigen Ihren Ruf. Sie bekommen sie für die Erfüllung von Aufgaben. Sie können sie auch zu persönlichen Zwecken nutzen, um die Leute um sich herum dazu zu bringen, sie zu mögen oder was sie möchten. Leider habe ich einige Sachen im Ministerium zu erledigen. Auf jeden Fall können Sie mich jederzeit aus unserem Büro über Ihre Privatleitung anrufen, um mich alles zu fragen. Übrigens, Karl, ich empfehle Ihnen stark, den Hörer abzunehmen. Merken Sie sich, wir beide dienen zuvorerst unserem großartigen Volk und die Erfüllung von Richtlinien und Weisungen vom Ministerium ist für uns genauso wichtig wie Brot, Wasser und Luft. Jetzt das Wichtigste, manche Mieter sind gefährdet. Ihr Vorgänger war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Wir hoffen, dass Sie es besser machen werden. Sagen Sie mir mal wie. Als erstes beobachten Sie die Miete aufmerksam. Reichen Sie einen Bericht ein, sobald Sie Beweise gesammelt haben. Die Polizei übernimmt den Rest. Entschuldigung, da war ich knapp zu langsam beim Ausschalten. Unter uns, unser großartiger Staat kann allen sehr dankbar sein, die ihre Arbeit gut machen. Das Ministerium kann bei Fälschungen und Erpressung ein Auge zudrücken, wenn sie ihr Ziel damit leichter erreichen. Ja, okay, ich werde mein Bestes tun.
Ich mag Ihren Enthusiasmus. Beeilen Sie sich aber nicht, unsere Abteilung anzurufen. Sie können immer Ihren weisen Tutor nach einem Rat fragen. Ihre letzte Anweisung, der Schlüssel, die ich Ihnen gegeben habe, die öffnet jede Tür in diesem Gebäude. Jede. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Mieter Ihre Wohnung verlassen haben, bevor Sie sie betreten. Viele Bürger glauben immer noch, dass sie ein Privatleben nur sie etwas angeht. Ja, so soll es sein. Los, ans Werk. Naja, wir haben nichts zu verstecken, nichts zu verbergen. Natürlich darf uns der Staat ausspionieren, wie er möchte. So, meine nächste ist es, das Ministerium anzurufen, ist die nächste Aufgabe. Das werden wir mal tun. Direkt mal anrufen und die Aufgabe abschließen. Ordnungsmission, Ihr Anruf wird entgegengenommen. Hallo Karl. Sie haben Ihre Hauptpflichten erfahren und sind bereit für eine Aufgabe? Ja. Überwachen Sie Apartment 2. Jacob Manischek wohnt dort. Sie können die Kameras im Staatsgeschäft kaufen. Betreten Sie die Wohnung vom Mieter nur dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Seien Sie vorsichtig. Gut. Dann kaufen wir erstmal hier eine Kamera. Kaufen wir direkt 2. Für was das hier ist, weiß ich noch nicht so ganz. Ich kaufe einfach mal von jedem eins. Das habe ich aber noch nicht rausbekommen. So. Und hier hat es natürlich auch jede Menge Leute. Nämlich die restlichen Mieter und meine Familie. Und wir gehen jetzt hier mal kurz scheint keiner da zu sein. Trotzdem mal klopfen. Na komm, gehen wir mal rein. Haben ja einen Generalschlüssel, ne? So. Und erstmal alles durchsuchen hier. Was haben wir hier denn schönes? Telefon, ha? Karten spielen Würfel, ha? Der Typ betreibt also gerne Glücksspiel. Gleich mal der Akte hinzufügen. Ja, ich hab durchsuchen, habe ich schon. Sammeln Sie Daten, habe ich auch schon. Im Fernseher ist nix. Okay. Und ich soll eine Kamera da installieren. Das machen wir doch auch mal direkt hier mit dem Rauchmelder. So. Kamera installieren. Oh. Aber wir durchsuchen hier noch ein bisschen, ne? Ach, guck mal. Kaputte Flasche mit scharfen Kanten. Aha, aha, aha. Kann eine gefährliche Waffe werden. Ne? Das ist interessant. Auch mal direkt ins seine Akte hinzufügen hier. Oh, im Sessel hat er nichts. Nicht mal Sesselritzen-Chips scheinbar. Ja, im Bücherschrank ist dann auch nichts, ne? Und im Bett unter der Matratze vielleicht noch was? Ne, auch nichts. Na dann. Da kommt er. Grüß dich, was wollen Sie? Ja, wer sind Sie? Darf ich mich vorstellen, ich heiße Karl und bin ein neuer Hausmeister. Habe ich einen Wettbewerb mit dem Titel Wen interessiert es, wer der neue Hausmeister ist gewonnen? Ihr Geschäft ist mir egal. Okay, warum spielen Sie herum? Haben Sie nichts Besseres zu tun? Es ist meine Pflicht, mich um das Haus zu kümmern. Sehen Sie sich vor, Ihre Familie könnte etwas Schlimmes zustoßen. Oh, der hat mich gesehen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal das Ministerium anrufen. Der gefällt mir gar nicht. Direkt der Familie drohen und so, ne? Mal gucken hier. Die Nummer wählen. Eine Aufgabe richtig. So. Ministerium für Ordnung. Glückwunsch, Ihre erste Aufgabe war ein Erfolg. Ihre Belohnung. $500 und 50 Rufpunkte. Laut unserer Quellen verstößt Jakob Manischek gegen Staatsverordnungen. Spielen Sie ihn mit Hilfe von Überwachungskameras aus. Wenn eine Kamera eine illegale Handlung des Mieters feststellt, verändert das Aktionssymbol seine Farbe. Klicken Sie auf das Symbol, um die Beweise der Akte hinzuzufügen. Fügen Sie die gesammelten Beweise dann Ihrem Bericht hinzu. Kriegen wir hin. Eine neue Nachricht erhalten. Und wir sollen Beweise zusammen. Guck mal, schau hier. Haben wir schon einen Beweis gefunden? Was steht hier unten? Klicken Sie auf den Schreibtisch und wählen Sie das Bürosymbol Schreiben. Okay.
So, und jetzt könnte ich Profil einer Person. Ich würde gerne ein Profil über den Typen da schreiben. Und das ist nämlich der Jakob Mönischek. Er wohnt im Apartment 2, männlich, wohnt alleine. Und ist arbeitslos, ist allein schon verdächtig. So. Und guck mal einer an, das hier. Na? Das schicken wir erstmal ein hier. So, und dann schreiben wir direkt noch einen Bericht, dass er abgeholt wird, der Arsch. Wollen wir gar nicht. Wohnt im Apartment 2. Verstoß von Anordnung 6039. Die Herstellung von Drogen ist verboten. Und Beweise habe ich dazu natürlich auch. So. Oh, guck, da kommt schon die Polizei. Dann sind wir den ja bald los, den Arsch. Na. Erstmal eine Runde verprügeln, den Typen. Irgendso. Böser Bursche da. Jetzt wird er abgeführt, ne, weil er gegen die neuesten Staatsverordnungen verstoßen hat. Wahrscheinlich weiß er das gar nicht so genau, aber ne, kaum werden sie erlassen, sind sie aktiv. Und wer da aus Unwissenheit gegen verstößt, der hat Pech gehabt. Der Sohn des Leiters der Gewerkschaft für Bergarbeit wurde bewusstlos aufgefunden, nachdem Verbrecher ihn laut Bericht mit Drogen vollgepumpt hatten. Derzeit wird er in einem kleinen Krankenhaus behandelt und rehabilitiert. Und da hat das umgeschaltet. Ja, also das ist dann merkwürdig, wenn es hier zack umschaltet. So. Ach guck mal, hier sind jetzt seine persönlichen Sachen. Dann lassen wir doch mal gucken. Das haben wir ja gerade in den Tipps gelesen am Anfang, ne? Mal gucken, was wir da so finden, ne? Ein Buch über das inspirierte Leben. Zeitung, eine alte, hä? Kartenwürfel und das nehmen wir mal mit hier. So, das Buch nehmen wir mit. Was haben wir hier? Persönliche Tagebuch des Mieters, super. Dreckige Flaschen, alter Pullover, Brille, Schallplatte mit Tanzmusik, eine Armbanduhr, das Leder ist von Hochkult, Rasierklinge. Da hat er ja noch viel mehr. Enthält nur wenig Geld, nehmen wir aber mit. Persönliche Aufzeichnung, Namen, Treffzeiten, Erinnerung, nichts von Interesse. Man kommt nur schwer an gute Handtücher, wer weiß, ne? Die Schuhe sehen echt schon, naja. So, was haben wir hier? Wer bist du denn? Meine Komplimente. Oh, man kann handeln mit dem. Guck mal, der verkauft Schokoriegel. Ich hätte gern Schokoriegel. Ein Leckerbissen für Kinder und Erwachsene. Ach, guck mal. Ich könnte den Scheiß auch verkaufen, den wir hier gefunden haben, ha? Das Buch vom Anführer ist gar nicht schlecht hier, ne? Schokolade nehme ich mal eine zweite. Mehr braucht. Was ist das denn hier? Schraubenzieher. Oh. Aspirin. Strickjacke. Ich hätte mal das Buch besser behalten sollen am Anfang, aber okay, wir haben ein bisschen was verkauft, ein bisschen was gekauft und ach, guck mal, wer ist denn Mark? Den kennen wir noch nicht, oder? Was möchten Sie denn von einem Archivar? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister des Gebäudes. Makranek ist ein angesehener Archivar. Ich muss in diesem ekelhaften Apartment leben. Ich hoffe, Sie bringen hier alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes tun. Strengen Sie sich an, Sie brauchen es mehr als ich. Rosa. Rosa arbeitet in der Kantine, immer in der Küche. Sie liebt es, Brötchen zu backen und so. Ne? Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ich wünschte, sie würde nicht immer nach Kohl riechen.